Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario 64. Ja, zu dieser Aufnahme hier muss ich sagen, das werdet ihr jetzt auch sehen, beziehungsweise konntet ihr wahrscheinlich auch schon sehen. Ich habe hier bereits einen Stern mehr als im letzten Part. Und zwar habe ich den 8 roten Münzen Stern bereits eingesammelt. Weil... Nein. Ja, weil dumm. Das kann man so feststellen, festhalten, wie auch immer. Diese Münze ist aber auch echt nervig, mal im Ernst. Weil wenn man hier einmal hier oben auf diesem Sandhügel ist, fällt man da so gerne mal in den Treibsand. So, und jetzt holen wir doch nochmal ein Skill heraus, ne? Ja. Schön wär's, wenn ich welchen hätte. Ich habe aber keinen. Wie wir ja schon im Laufe dieses Let's Plays festgestellt haben. Dabei ist diese Stelle hier doch gar nicht so schwer, wenn Mario und die Kamera mal mitspielen würden. Wäre das wirklich nicht so schwer. So, also versuchen wir es noch einmal und diesmal bitte richtig. Okay, Mario haut sich erstmal den Kopf gegen diese Kiste. Warum auch nicht? Hoffentlich kommen wir jetzt auch hier hoch. Weil das würde mir schon einiges erleichtern. Okay, so geht das auf jeden Fall. Und ja, wieso habe ich jetzt schon den 8 rote Münzenstern eingesammelt? Ganz einfach, weil ich habe hier schon versucht, eine Aufnahme zu machen. Mit der war ich allerdings ziemlich unzufrieden. Und wenn ich hier mal so sehe, was ich hier all an toller Leistung erziele, werde ich hier wahrscheinlich auch nicht sonderlich zufrieden mit sein. Und dieser Geier hier könnte ruhig mal sich verpiesen. Nein, nein, wow. Das war nochmal Glück. Kamera, bleib mal hinter Mario. Jetzt kannst du da hingehen. Das wäre zumindest ganz... Nein. Boah, diese blöden Felsbrocken. Na gut, das sind ja keine Felsbrocken. Es sind irgendwelche komischen Boxen. Die hier ganz schön gefährlich sind. Du Nein! Komm schnell raus, bevor dieser blöde Geier auf dich zukommt. Ja, ich habe diesen Part schon versucht aufzunehmen. Wow. Allerdings war ich mit der Aufnahme doch relativ unzufrieden. Weshalb ich das Ganze hier jetzt nochmal aufnehme. Und hoffentlich dieses Mal auch halbwegs zufrieden mit bin. Weil das ist halt so eine Sache, ich bin schon jemand, der gerne, also der schon ziemlich darauf achtet, wenn ich unzufrieden bin mit einem Part, dann... Oh, ja gut, jetzt habe ich das Ding hier aufgemacht. Und ich glaube, ich hole mir nochmal eine neue Cappy. Das wäre mir schon ganz lieb, bevor ich hier noch in den Abgrund und in mein Verderben stürze. Wo waren jetzt... Achso, die da hinten. Die habe ich noch nicht geholt. Warum nicht? Nein, da will ich jetzt nicht hinein. Ich will nur noch diese blöde Münze hier, die Mario sich jetzt nicht holt. Wie gesagt, ich will nicht Bekanntschaft machen mit diesem blöden Geier. Okay. Das wollte ich eben alles noch nachholen.
Also damit ich das euch noch zeigen kann mit diesem Stern. Ah, das könnte gefährlich werden. Ich glaube, ich fliege mal hier drüber. Und hoffe, dass ich hier noch gescheit hochkomme. Nein! Ja, jetzt wäre es mir ehrlich gesagt lieber, wenn der die Flugkappe weg gewesen wäre. Dann hätte Mario jetzt auch noch hier hochgekonnt. Ja, jetzt klappt's mal wieder nicht, ne? Ist klar. Boah, Jungi. Du sollst doch nur da hochgehen und dir diesen scheiß Stern holen. Dankeschön. Na, holst du dir... Dankeschön. Den Stern. Das wollte ich doch. Mehr wollte ich doch gar nicht, Mario. Free Flying for 8 Red Coins. Ja. Ich habe diesen Part schon aufgenommen und war von der spielerischen Leistung und vom Commentary nicht gerade begeistert. Also ich habe da... Okay, das war jetzt gerade leicht random. Aber warum auch nicht? Bombe, geh weg! Pokey. Komm mal hierher, wo ich dich töten kann. Ohne zu befürchten, dass ich sterbe. Weil das wäre mir dann schon ganz recht, nicht dabei drauf zu gehen. Denn diesen Stern jetzt in der Pyramide werde ich mit den 100 gelben Münzen kombinieren. Errate ich eben als am sinnvollsten. Und diese Mission hier war auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich nehme das hier nochmal neu auf. Weil, ja, ich war dabei, also ich hatte nicht mehr Sterne als jetzt geholt. Nur so nebenbei. Nee, ich glaube, den Koopa-Panzer lasse ich jetzt mal Koopa-Panzer sein. Und flieg einfach mal hier entlang und, na gut, ich glaube, ich fliege sogar hier entlang. Wow, nein! What the fuck? Ja, ist gut, Tornado. Lass mich mal bitte in Frieden. Okay, dann gehen wir eben nicht da lang. Aber die Kappe muss ich jetzt trotzdem nochmal erneuern. Und ich komme irgendwie im Laufe dieses gesamten Let's Plays nicht dazu, mal meine Sätze richtig zu komplettieren. Das ist nicht gut. Nein! Wow! Nein! Mann, dieser scheiß Wirbelsturm! Lass mich doch in Ruhe! So, komme ich wenigstens noch sicher hier rüber? Ja. Boah, dieser Wirbelsturm gerade, ey, der war so unnötig. Und das war jetzt auch unnötig. Meine Güte, genau so etwas meine ich. So etwas... In der Art ist mir im letzten Part nämlich ebenfalls die ganze Zeit passiert. Okay, dazu muss ich jetzt sagen, mir ist jetzt nichts mit diesem blöden Wirbelsturm hier passiert. Zum Glück muss ich dazu sagen, denn das wäre nicht so toll. Diese Münze da hinten lasse ich jetzt sogar mal aus. Diese Red Coin, die brauchen wir nicht. Die meisten Münzen finden wir sowieso in der Pyramide. Und ja, hier müssen wir nur auf eine bestimmte Anzahl an Münzen kommen. Und das sollte uns eigentlich gelingen, wenn wir die ganzen Pokies hier töten. Also, ja, töten tun wir ja so gesehen. Wir töten ja die Pokies und die ganzen Gegner, auch wenn das eigentlich für ein Kinderspiel echt brutal ist. Wieso werfe ich es eigentlich immer dagegen? Die ganzen Münzen spawnen doch dann eh da oben.
Na, komm, du sollst den Poki töten. Dankeschön. So, jetzt sind wir auch schon wieder bei 24. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich stackel jetzt sogar hier drüber. Auch wenn das mit diesen Dingen hier natürlich jetzt ein bisschen problematisch wird. Aber wenn wir uns Zeit lassen und der ganzen Sache hier schön beobachten, dann sollte das eigentlich klappen. So, den Geier, der könnte jetzt gefährlich sein. Eben weil er uns sonst die Kappe klaut. Aber das sollte eigentlich klappen, wenn wir jetzt noch hier diesen Poki killen. Dann haben wir 40. Also 41. Und dann Kamera. Boah, Lakito, du bist so ein schlechter Kameramann. Wer hat dich eigentlich eingestellt? Das frage ich mich ja schon. Weil so viel, wie die Kamera hier rumspackt, das kann doch kein guter Kameramann sein, oder? Na komm, scheiß auf diese Münze. Jetzt muss ich nur noch hoffen, hier gescheit rüberzukommen. Okay, geklappt. Das war allerdings ziemlich knapp. Jetzt holen wir uns noch hier hinten diese Münzreihe. Nein! Fuck you. So, und da sind wir auch schon wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich das alles nochmal nachgespielt und ein paar Münzen eingesammelt. Nicht viel, also nicht wirklich mehr als zuvor. Kamera. Das war jetzt knapp, weil ohne die hätten wir jetzt doch ein bisschen verkacken können. Ha, direkt aus dem Gummer geflogen. Mann, bin ich gut. Boah, und die Kamera bastelt hier in der Pyramide aber schon ein klein bisschen herum. Das ist nicht... Jo, ist gut, Mario. Hier ist nur ein One-Up drin. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte eigentlich, hier wäre ein paar Münzen drin, aber nö. Ich glaube, ich lasse die Kamera mal lieber hinter Mario direkt. Aber wenn man so halt nicht allzu viel sieht, und wo diese Münze jetzt hin ist, weiß ich nicht. Naja, das Thema von eben. Die Kamera ist scheiße. So viel kann man sagen, ja. Goomba, komm hier! Okay, wegen dieser Münze bringe ich mich jetzt nicht noch um. Okay, aber die will ich schon mitnehmen. Ja, das Thema von eben mit der... Sag mal, wieso sind hier eigentlich nur noch One-Ups in diesen Dingern? Dass ich eben diesen Part schon mal versucht habe aufzunehmen. Und jetzt das Ganze hier nochmal nachspiele. Es lag, wie gesagt, daran, dass ich ziemlich unzufrieden mit der ganzen Sache hier war. Zum einen, ich lasse mich in diesem Projekt einfach zu sehr von dem beeinflussen, was hier geschieht. Ich komme dann einfach nicht mehr wirklich dazu, überhaupt meinen Satz zu beenden. Ich komme damit hier teilweise nicht mal dazu, ein Thema vollständig abzuarbeiten, über das ich reden wollte. Weil ich meine, ich glaube, es ist nicht gerade sehr interessant, einem dabei zuzugucken beziehungsweise zuzuhören, wenn er die ganze Zeit nur das kommentiert, was hier sowieso zu sehen ist. Da finde ich das selber dann auch nicht gerade sehr interessant beim Zugucken, weil ich meine, ich habe mir selber schon ein paar Mario 64 Let's Plays angeguckt. Klar, das werden viele schon mal gemacht haben. Ich meine, so gut wie jeder Let's Player, der irgendwas mit
Nintendo und Mario-Spielen zu tun hat. Nein, das war dumm. Der wird dieses Spiel hier schon mal LP't haben, also so viel sollte eigentlich sicher sein. Gut, klar, es gibt auch schon mal ein paar Ausnahmen, die dieses Spiel vielleicht jetzt noch nicht LP't haben. Gab's hier noch ein paar Münzen? Ich hoffe es. Aber doch, sollte es eigentlich beim Stern in der Nähe geben. Und ich werde hier jetzt gleich einen kleinen Save-State setzen nebenbei. Bevor ich hier jetzt noch gleich krepiere. Oder, ja, zum Zeitsparen. Also, seht ihr jetzt mal kurz etwas? Jetzt nicht mehr, das ist gut. Jetzt habe ich einen kleinen Save-State gesetzt. Und so habe ich das Ganze hier jetzt eben sicher in der Tasche. Da habt ihr es gerade gesehen. Genau wegen so etwas wollte ich eben einen kleinen Save-State setzen. Was? Den habe ich auch schon? Wieso fällt Mario jetzt hier eigentlich die ganze Zeit herunter? Ich verstehe es nicht. Aber gut, jetzt haben wir diesen Stern hier eben auch wieder. Ich setze nochmal einen Save State, damit wir das hier eben nicht nochmal wiederholen müssen. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Kamera mitspielt. Weil das ist bei dieser Aufgabe schon von Vorteil. Und wie wir sehen, spielt sie nicht mit. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt hinspringen muss. Also nochmal ein Save State und auf gut Glück. Das kann noch eine Weile dauern. Wie man sieht. Yes. Jetzt nur noch hier einfach ganz normal runterfallen und bitte einfach hier entlang gehen, damit wir hier diese scheiß Dings einsammeln können. Und diesen vermaledeiten Stern holen können. Dankeschön. Und das ist eben so eine Sache, ich merke selber, ich bin jemand, der lässt sich sehr schnell und sehr stark beeinflussen von der ganzen Sache. Nebenbei, die 100 Münzen werden wir hier jetzt nicht holen, da habe ich ehrlich gesagt einfach keine Lust drauf. Dort werden wir im nächsten Part hingehen. Ich werde jetzt hier noch, den ersten Stern in der wilden, nee, wie heißt das? Halt dieser Bowser-Welt, also vor Bowser-Welt machen und danach war's das. Dann haben wir auch mehr erreicht, als ich im letzten Part erreicht hätte. Das ist schon mal vom Vorteil. Von daher ist mir das schon ganz lieb. Und ja, ich lasse mich ziemlich schnell und sehr stark beeinflussen von dem, was hier eben geschieht. Und das ist für einen Let's Player eigentlich nicht so gut. Weil man sollte eigentlich schon darauf achten, wieso schwimmt Mario jetzt so langsam? Dass man auch schon mal gut und gerne seine... Irgendwie ruckelt das hier gerade, oder? Dass man seine Sätze eben beendet. Nicht so, wie ich es gerne mal mache. Ja, es ruckelt. Wieso auch immer. Alter, hier leckt's aber derbe. Ich verstehe nicht mal wieso, aber gut. Muss ich mal für den nächsten Part nachgucken. Dass ich das wieder rausbekomme, weil das wollen wir, glaube ich... Boah, Moment.
So, hoffentlich. Ja, Mario, du sollst da hoch. Ich glaube, jetzt läuft's wieder halbwegs flüssig. Mario, du sollst verdammt nochmal da hoch. Dann halt regulär, wenn's halt langweilig sein soll. Dann machen wir das Ganze eben wieder regulär. Meine Güte. Und ich glaube, ich krieg meinen Satz jetzt wieder nicht beendet. Mann, fuck ey. Fuck off. Okay, irgendwie hier... Diese Welt... Boah, geht auch da hoch. Und ja, das ist halt für Let's Player eben einfach ungeeignet. Wenn man seine Sätze nie komplett zu Ende reden kann. Weil man sich einfach zu sehr vom Spiel ablenken lässt. Und es ist, ja gut, es kommt immer aufs Spiel drauf an. Bei Mario 64 würde ich jetzt nicht sagen, dass es so gut ist. Weil hier würde ich ja dann schon eher darauf bauen, dass man... Ja, Mario 64 ist halt ein Spiel, das werden die meisten kennen und da werden die meisten wahrscheinlich auch eher dabei zuhören wollen. Und sich freuen, wenn der Let's Play mal ein bisschen rumfällt, wie ich es gerne mal mache. Naja, hoffentlich kriegen wir im nächsten Part ein paar Sätze komplett. Nicht so wie hier, aber gut. Das wird schon. Und ja, hoffentlich seid ihr beim nächsten Part wieder dabei. Falls dieser Part euch halbwegs gefallen haben sollte, lasst ein wenig Feedback da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.